Ohne Frage ist der DAX derzeit in einer kritischen Lage und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Ja, das ist schon ein bisschen lang in diese Pause von dieser Jahrhundertrallye, die wir ja immer wieder beschrieben haben. Derzeit ist allerdings diese Rallye offenkundig nicht mehr so richtig in Takt. Wir haben am Freitag dann diese 10.100er Unterstützung sogar gebrochen. Das ist nicht wirklich ein gutes Zeichen, aber ein bisschen Unterstützung gibt es noch. Wir haben im Grunde eine einzige Story zu erzielen über die letzte Woche. Das ist die Euro-Stärke und das ist damit die DAX-Schwäche. Wir rechnen auch, dass die US-Indizes weiter Probleme bekommen dürften. Heute könnte und es sollte im Mittelpunkt stehen, dass Puerto Rico eine Anleihe nicht bezahlen kann, also praktisch einen Default hinlegen wird. Wenn der Kongress nicht hilft, dann wird es nicht einfach. Ansonsten ist das in Asien eine ziemlich ruhige Veranstaltung, denn es ist Feiertag, vor allem in China. Shanghai, Hang Seng ist nichts los. Wir sehen Australien 0,19% im Minus und wir sehen den dünnen Handel, den Nikkei, minus 3,62%. Da ist ja die goldene Woche. Man reagiert hier auf die Yen-Stärke der letzten Tage und holt ein bisschen nach. Letzten Freitag war ja Feiertag in Tokio. Also, es ist momentan so ein bisschen dünn, was die asiatischen Vorgaben betrifft. Da ist wenig Liquidität, daher wird sich jetzt der Blick schon mal richten auf das, was heute kommt. Und das sind die Einkaufsmanager-Indizes aus dem verarbeitenden Gewerbe, 5 vor 10 aus Deutschland, 10 Uhr aus der Eurozone. Und dann das Ganze aus den USA mit dem ISM-Index um 16 Uhr, auch hier also Herstellungsgewerbe. Dann um 16 Uhr noch eine Rede von Mario Draghi, aber was soll er schon sagen? Er hat ja mehrfach inzwischen gesagt, dass man Geduld haben müsse, dass er also die Füße stillhalten werde. Was aber heute wichtig wird, das finden Sie wieder bei finanzmarktwelt.de. Jetzt gehen wir mal rein in die Charts und gucken uns an, was eigentlich hier diese kritische Lage ausmacht. Das ist ja unser lieber DAX hier mit dem Versuch, diese 10.340er Marke immer wieder zu attackieren, immer wieder anzulaufen. Der Sprung darüber ist nicht gelungen und dann geht es eben in Richtung Süden mit Bruch hier dieser 10.100er Unterstützung. Nicht schön natürlich, wenn wir uns das Ganze mal im größeren Chartbild anschauen, sehen wir, okay, noch ist nicht wirklich alles verloren. Wir haben hier durchaus diese Unterstützungszone noch im Bereich 10.000, 10.020, dann die 9.900 und dann diese 9.750er Marke. Die ist allerdings im Fokus jetzt, die könnte durchaus dann in einer weiteren Bewegung eben angesteuert werden, dass der DAX eben hier noch diesem Anstieg, den er hier ja doch relativ impulsiv gemacht hat, ein bisschen mehr Tribut zollen muss als in den letzten Tagen sogar noch. Schauen wir uns mal die Amerikaner an, 17.767 der Dow Jones, da ging es am Freitag nochmal rauf auf CFD-Basis, jetzt pendelt man sich ein. Schauen wir uns den Euro an, der ist nach wie vor robust, 1,1465, so alles über 1,14, vor allem alles über 1,15. Das ist für den DAX unbequem, das ist auch für die EZB dann langsam unbequem und je höher der Euro heute steigen wird in der Summe, umso eher sind dann wieder verbale Ausrutscher von EZB-Mitgliedern zu erwarten, die sagen, naja, wir könnten ja vielleicht doch, obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir werden nicht, aber vielleicht eben doch. Also solche Spirenzchen, die dann zum Pflegen kommen. Schauen wir uns den Dollar-Yen an, nach wie vor desaströs. Wir sind in Richtung 106er Marke unterwegs gewesen, nachdem wir kürzlich noch bei 112 waren. Das ist natürlich eine Ansage. Das Öl ist ein bisschen schwächer, $45,42 der Juni-Kontrakt und das Gold hat seine Hosse hier verteidigen können, die es am Freitag absolviert hat. Wir sind über dieses Verlaufshoch aus dem März gestiegen bei 1286 und sind jetzt unterwegs zum nächsten Widerstand bei 1310. Also, der DAX ist durchaus angeschlagen, das ist nicht anders zu formulieren. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Unterstützung hier in diesem 10.000er Bereich, dann die 9.900. Das muss der DAX verteidigen, sonst sehen wir eben die 9.750er Marke wieder. Zu achten wieder auf den Euro, auf den Yen. Und natürlich ein bisschen auf Öl, das werden heute die Themen sein. Wie gesagt, es ist ein bisschen dünn von der ganzen Situation in Asien her schon. Daher wird sich möglicherweise der Fokus dann mit der Öffnung des US-Handels auf Puerto Rico richten. Das dürfte durchaus vor allem die Anleihemärkte bewegen und das greift dann meistens über eben auch auf die Aktienmärkte. Ich wünsche erstmal einen guten Start in die Woche. Machen Sie es gut, wir sehen uns heute Abend hoffentlich beim Marke Förster. Bis dann, ciao.